Ich erinnere mich genau an jenen Tag des Jahres 1701. Ich war ein junger Narr, betrat den Thronsaal mit nichts als kühnen Träumen und wildem Tatendrang. Ihre Majestät war nachsichtig, hörte mir zu. Alles, was ich brauchte, war ein Schiff und jemanden, der an mich glaubte. Wir folgten dem Westwind, segelten mit den Delfinen. Ich fragte mich oft, ob ich zu viel versprochen hatte, als ich Ihrer Majestät vollmundig die Besiedlung ganzer Landstriche in Aussicht stellte. Viele fleißige Hände machten sich ans Werk, erschufen aus dem Nichts eine blühende Siedlung. Doch dann geschah es. Gemeinsam gelang es uns, die Schäden zu reparieren. Und mehr als das, die Stadt erstrahlte in nie gekanntem Glanz. Heute blüht der Handel und Ihre Majestät ist vollauf zufrieden. Es hat sich ausgezahlt. Damals, anno 1701. So, und damit herzlich willkommen bei meinem ersten Let's Play. Mein Name ist Danko und wir werden zusammen den Titel Anno 1701 spielen, sogar die Add-on Der Fluch des Drachen. Genauer gesagt werden wir da in den Einzelspieler gehen und ein Endlosspiel beginnen. Die Inselwelt groß, leicht, große Inseln und Rohstoffe kommen viel. Das mache ich alles ziemlich einfach, damit wir ein gutes Let's Play haben und uns nicht als irgendwelche Mini-Inseln besiedeln müssen. Start mit Konto mache ich aus, aber dafür die aufgekriegte Karte, damit wir auch die beste Insel gleich sehen. Zwei Gegenspieler nehme ich, einen mittleren und einen leichten. Nehmen wir doch mal hier, ja, den Winfried von Schallert. Die ganzen anderen Ehrengäste sind natürlich auch dabei. Allgemein, Feuer, Pest, Katastrophen werden wir alles anmachen und hier oben kann das so bleiben. Siegesbedingungen werden wir die höchsten machen und einfach hier Unabhängigkeit erreichen. Piratenpakt, naja, Piratenpakt weiß ich nicht, also ich habe das Spiel schon oft gespielt, aber habe noch nie den Piratenpakt geschafft, also ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass wir das machen sollen. Zu den Aufnahmen, also ich werde immer so eine Aufnahmesession machen ungefähr, dass die ist dann ungefähr eine Stunde lang. Und da werde ich dann immer so 15 Minuten Parts schneiden und die dann einfach hochladen. Das wird dann schon alles passen. Und die Ladezeiten hier oder so, die schneide ich dann auch nicht weg. Das würde sich ja dann gar nicht lohnen. So, wir beginnen unser Abenteuer mit dem Entdeckerschiff. Und die größte Insel ist diese hier. Sehen wir ja gleich. Und dann werden wir, würde ich sagen, siedeln wir hier auch. Fahren wir mal hier hin. Ihr erhaltet von uns dieses Schiff. Mehr können wir im Augenblick nicht für euch tun. Wenn ihr wirklich glaubt, ihr könntet in dieser Wildnis bestehen, dann beweist es. Und das werden wir beweisen. So, hier unten seht ihr schon unseren anderen Gegner. Das ist der blaue Gegner und da müsst ihr irgendwo... Ja, hier ist der grüne Gegner. Wer das jetzt ist, genau weiß ich noch nicht. So, der freie Händler ist hier. Willkommen. Wenn ihr etwas braucht, scheut euch nicht davor, mich anzusprechen. Genau, also bei dem können wir halt Nahrung und eigentlich das Wichtigste im Spiel, Werkzeuge kaufen und eben auch Holz und Stoffe verkaufen. Das ist anders als in Anno 1404, wenn ihr jetzt zum Beispiel nur das gespielt habt. Da gibt es erstens keinen freien Händler. Und da gibt es, da könnt ihr ja alles verkaufen, was ihr wollt. Also, und das geht hier leider nicht. Man kann anderen
Mitspielern nur bestimmte Waren verkaufen. So, dann gibt es noch vier verschiedene, ich weiß nicht. Der Stamm der Irokesen grüßt dich. Genau, Stämme. Tetonka ist einer ist der Häuptling der Irokesen. Das ist ein Stamm von allen. Dann gibt es noch die... Willkommen im Namen des Kaiserreichs. Genau, die Asiaten. Liang Wu führt die an. Dann noch... Als Botschafter des Maharaja bin ich erfreut, eure Bekanntschaft zu machen. Genau, die Inder mit Armin Sahir. Und dann gibt es noch die Azteken. Du befindest dich im Hoheitsgebiet der Azteken. Mit Poxa Coatl. Oder ich weiß es gar nicht genau. Jeder dieser Stämme, sag ich mal, hat verschiedene Eigenschaften. Das heißt, verschiedene Kolonialwaren werden die verkaufen später. Das brauchen wir allerdings jetzt noch nicht. Und verschiedene Spezialtaktiken sozusagen. Aber das werden wir, also wenn wir mit denen Bündnis hätten, dann könnten wir verschiedene Sachen aktivieren und einsetzen. Aber das wird sich alles noch zeigen im Laufe des Spiels. So, das erste, was wir bauen, eigentlich das Wichtigste für den Anfang, das sind die Fischerhütten. Und wenn ihr da nicht jedes Mal wieder ins Menü klicken wollt, das war bei mir am Anfang das Problem bei Anno, 17.01 zumindest, da könnt ihr einfach Shift gedrückt halten und dann könnt ihr das Gebäude so aufbauen, wie ihr wollt. Und nicht jedes Mal halt wieder ins Baumenü und wieder draufklicken und so. Genauso sieht es bei Straßen und anderen Sachen aus. So, bauen wir hier am besten noch eins in. Wenn ihr das Spiel schon gespielt habt, dann wisst ihr, dass es ein Siedlungszentrum gibt sozusagen, Dorfzentrum. Das zeigt dann immer den jeweiligen Status eurer Siedlung an. Zurzeit seht ihr dieser Mann hier, der ist ziemlich weit unten. Das bedeutet, die Siedlung ist noch sehr schlecht. Könnte jetzt daran liegen, dass wir noch keine Häuser haben, also auch noch keine Siedlung, aber ich möchte jetzt nichts sagen. So, machen wir das mal so. Die Straßen hier, oder zwischen diesen Blöcken hier, zwischen diesen Straßen werde ich erstmal nichts bauen, weil da können wir dann sowas wie Kirchen oder andere Schulen und so weiter, Gebäude, die halt im Einflussradius der Personen sein müssen. Und ja, da haben wir ein bisschen Platz, da müssen wir da nicht extra Häuser abreißen. So, fahren wir mal wieder direkt zu dem freien Händler, dann können wir uns gleich wieder Werkzeuge holen. Aber ihr seht schon hier oben, wir haben schon nur noch 5, obwohl wir gerade erst angefangen haben. Und unsere Bilanz seht ihr hier. Ein Mitspieler hat neues Land erschlossen. Die ist zurzeit noch bei minus 100, weil unser Schiff 30 verbraucht und unsere Häuser 70. So, der Winfried hat gerade gebaut. Der normale Gegner hat sich, ja, eine relativ kleine Insel eigentlich ausgesucht. Kann uns nur zugutekommen. Und hier seht ihr das, wie nennt man jetzt, Diplomatenmenü, genau. Ein Mitspieler und ein fremdes Volk haben nun einen Handelsvertrag miteinander. Das ist schön. So, hier unten seht ihr halt die ganzen Völker. Amiris der Pirat, den kann ich euch auch gleich nochmal zeigen. Mit dem... Ein blödes Geschwätz interessiert mich nicht, die Bohle! Ja, mit dem ist halt jeder erstmal im Krieg. Außer diese Carmen Marquez, wenn wir die als Gegner gewählt hätten. Wir sind mit den Völkern erstmal im Handelsvertrag. Das heißt, wir können mit denen ganz normal handeln. Und mit den anderen in Friedensvertrag. Und wir werden ihnen jetzt erstmal einen kleinen Tribut zahlen und dann steigt unser ich stehe euch zu Diensten. Spielerhof hier, den seht ihr hier, und dann können wir mit denen auch handeln. Tribut entrichten. Der ist nämlich jetzt am Anfang noch sehr klein, die Summe beim Großtribut, und deswegen machen wir das gleich. Was? Ihr bezahlt mich? Ja, so, ihr seht, es ist jetzt schon im gelben Bereich, das heißt, wir können ihm jetzt schon einen Handelsvertrag anbieten. Wie könnte ich euch diese Bitte abschlagen? Genau, und bei den normalen Gegnern seht ihr schon, es ist deutlich größerer Unterschied hier. Also wir brauchen deutlich mehr Ruf, um einen Handelsvertrag einzurichten. Ah, eine Geste eurer Zuneigung. Ja, aber, und ihr seht, wir sind jetzt immer noch weit im Frieden.